Ja. Wir haben heute leider wieder ein bisschen später angefangen zum Aufnehmen. Darum brauchen wir noch ein paar Minütchen, um die 2 Stunden voll zu machen. Wir nehmen ja immer 2 Stunden auf und dann wird es in Länge geschnitten für die Folgen. Ich hoffe mal, dass es bei mir hinhaut. Weil ich müsste eigentlich dann gleich mal weg, aber ich hoffe mal, das reicht. Alter, jetzt ist es. Eigentlich bin ich voll sanft umgefallen. Ich guck mal, ob ich den hier. Kann ich den da kurz wegstellen? Wirklich doof gelaufen hier. Ich guck mal gerade wegen, ich habe ja gesagt, ich wollte da vielleicht noch einen Silo stehen haben. Lol. Das ist wirklich so viel Lagerkapazität. Oder nennen eine Scheune, aber die kostet 90.000. Ey, so viel Kohle habe ich nicht. Da stelle ich mir lieber so ein altes Silo hin. Das würde sogar passen. Kommt er irgendwann jetzt demnächst, ey? Bleibt er denn? Guck mal, da gerade noch meine Karotten. Die sind fertig. Die sind sie nicht. Sind noch nicht fertig. Irgendwie, nachdem ich was getrunken habe, ging alles wieder gut. Wo bleibt der denn? Wo bleibt der denn? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo Herr Neumann, ich wollte den Herrn Rasek sprechen. Der Herr Raysex war gerade bei mir, aber er ist in Ihre oder in deine Richtung, Peter. Okay, dann rufe ich ihn trotzdem an. Bis dann. Ah ne, da Bis kommt er. dann. Danke, tschüss. Tschüss. Volker, Ja. glaubst du, wir kriegen das hin mit dem Teleskoplader? Jo, aber pass auf, verkratzt mir den Lack beim Anhänger nicht so sehr. Nicht am Traktor, nicht am Traktor. Ich habe Matten mitgebracht. Ja, das ist sinnvoll. Hier drum. Jo, mach die. Warte, schenk mal den Anhänger ab. Nee, lass dran. Das stellst du zusammen auf. Nee, das geht nicht, da geht der Teleskoplader hoch. Das geht. Einmal Wenn mit du Profis, Jung. meinst. So, an der Stelle runter und dann hebst du ihn da hoch. Und auf. Jawohl, sag ich doch, geht. Eieiei. Boom. Gut, vielen Dank. Ja, bitte. Du musst halt irgendwie noch abschleppen oder so, oder? Warte mal, ich guck mal, ob er anspringt. Warte, ich häng mal einen Telelader vorne ran.
Jetzt machen wir gerade die Haube auf. Überbrückung. Steig mal drüben ein und gib ein bisschen Gas. Jo. Ja, scheint zu gehen. Ja. Gut. Dann fahr ich mal zu dir rüber. Oder wie machen wir's? Hoch in die Werkstatt. Oh, ja, toll. Okay. Ich hab hier unten leider nix. Gut, mach ich. Jo. Gut. Ich fahre aber langsam. Ja, wartest du hier. Ich komme im Auto. Ja, ich fahr mal los. Ich brauche ja ewig. Oder so. Gut, tschüss. Ciao. Das ärgert mich ja ein bisschen, ey. Ein bisschen arg. Aber kann man halt nichts machen. Ey, da bin ich jetzt 10 Minuten unterwegs, Minimum. Ey, da waren wir mal kurz abgelenkt. Er hört sich nicht mehr so gut an, unser Lambo. Ja, das gibt wieder eine schöne Rechnung. Und das vor allem, wenn ich kein Geld habe. Ja, das ist das Schlimme daran. Hätte ich wenigstens Geld, dann wäre es mir völlig egal. Aber das war ein unverschuldeter, ein selbstverschuldeter Unfall.
Hallo. Moin. Ah. Falsches Pedal gedrückt. Kann ich da komplett drauf? Ja, müsste normalerweise passen. Ja, Mann. Wie weit? Wie weit? Noch ein bisschen. Noch? Stopp. Halt. Oh, jetzt ist er aber am Schütten, ey. Oh ja. Aber wie? Alter, dann müssen wir hier auch. Hm. Die Seite, ne? Hier ist es. Flex raus. Flex? Was ist mit dem Flex? Abschleifen. Ach so. Alter, du hast gerade den Ladewagen gekauft und schon am Arsch. Gibt's aber ja erstmal, nicht. Nee, das sind Verkleidungen, die kann ich auch abschrauben. Neu lackieren. Dann machen wir das. Hallo und... Bist bald fertig. Muss nicht die ganzen Dinger auseinandernehmen. Ja, wenn du mir helfen willst. Ja, was soll ich machen? In das Tier mal. Ja, geh mal rüber auf die Werkbank. Klopp das schon mal die Beulen raus. Ja, ich klopfe. Guten Tag. Moin. Hi. Was lackieren? Ja, so. Ja. Das passt. Gut. Jetzt zieh ich das noch über den Hobel hier. Ja, kann das wieder ran. Hat auf hier zu regnen. Eieiei. Ich ernten. Oh, Neumann, fang mal an. Ich bin unterwegs. So, Anhänger schon mal fertig. Jetzt noch, nur noch lackieren und dann passt das. Okay, soll ich rüberfahren? Ja, Moment, ich mach noch gerade den Traktor hier. Das anstrengend. Das mache ich hier komplett neu hier. Kannst du wegwerfen. Kann es sein, dass du irgendwie auf 8 gekommen bist? Ich bin auf 8. Weil es draußen dunkel wird. Nee. Hä? Naja, egal. So. Dann neu holen. Schau noch nach schon. Schau noch beim Motor nach. Ja, ich höre noch ein bisschen Radio. Passt, okay. Jo, dann fahr mal rüber. Lackier ich noch. Das kannst du ja auch morgen machen. Bin eigentlich müde. Mir ist egal, kannst du auch heute noch. Ah, ich zieh das noch durch und hast den Moin. Na, laufen tut er schon wieder gut. Ich
Du, ich mach dir den Hall auf. Passt so? Nee, bisschen weiter rechts rüber. So. Ja, schieb. Ah, jetzt sehe ich dich. Jo, stopp. Der Scheiß, ey. Gibt's ja nicht, ey. Ja, hallo? Hallo, hier ist der Norman. Hi. Ich kann leider nicht dreschen. So. Bei die. Trocknen das. Weil das Getreide noch zu nass ist. Ja. Ah. Okay. Na, vielleicht wird es dann morgen was. Okay. Jo. Danke erstmal. Bitte. Tschö. Tschüss. Alter, so ein Scheiß aber auch. Kann ich bestimmt auch noch nicht dreschen. Nee. Wo bist du denn hin? Drüben, am Anhänger. Gut. Was für ein Anhänger? Igo. Hä, wo bist du? Hä, da warst du doch gerade gar nicht. Da vorne am Zaun gerade. Und bin hier hingegangen. Ach so. Okay, gut. Aber dann machen wir Feierabend für heute. Ja. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne auch beim Jürgen Racek Dark Racek YouTube vorbei. Kanal ist unten verlinkt. Genau, genauso beim Varuna. Schaut auch vorbei. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und bis morgen. Tschüss. Ciao. Und einen schönen vierten Advent. Genau. Den dritten und den zweiten und den ersten haben wir verpasst, aber den vierten, den haben wir drin. Tschüss. Tschüss.